Guten Abend. Guten Abend. Jena muss die Tür zu. So, guten Abend. Und? Sind alle fit? Gut, sehr schön. Also, ich begrüße auch alle recht herzlich zu unserem ersten öffentlichen Brillalarm-Online-Gig. Sensationell. In irre Zeiten muss man auch irre Sachen machen. Und bedanke mich zuerst mal recht herzlich bei der Gemeinde Marpingen, die uns engagiert hat, namentlich und in Vertretung an alle, von allen, in Vertretung von allen heißt es, oder? Ja, in Vertretung von allen, natürlich um Volker Weber, dem Bürgermeister, und beim Gregor Hinsberger. Und natürlich beim Luigi, der die ganze Idee hat zu dem Gig und das Ganze angestoßen hat. Also, für die, die das jetzt sehen und denken, oh, die halten sich ja nicht an die Regeln, muss man natürlich kurz erklären. Mir all sind aus einem Haushalt lebende Brillalarmmacher, heißt all Brill mit Nachname, und wir haben eine Person, die nicht aus diesem Haushalt ist, das ist der Luigi Burgio aus Alzweiler. Leider war in Merwingen keine Wohnung frei, deswegen ist er aus Alzweiler. Man kann nicht alles an dem Leben. Ne? So, ich begrüße natürlich auch die Zuschauer an den Bildschirmen, oder hey, die zwei, wir haben noch zwei Zuschauer auch zu unserem Haushalt gehören, die hinter der Kamera hocken und das Ganze technisch überwache. Toi, 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 ihr zwei, ne? Ihr könnt mal kurz jubeln, das mal. Oh, ja, genau. Ja. Und ansonsten begrüße ich recht herzlich die Zuschauer an den Bildschirmen. Natürlich können wir mal winken, hey, in alle Kameras. Wir filmen mit 4 Kameras, Hightech, alles da oben ist auch noch hin. Begrüße die Zuschauer in Deutschland, der Schweiz, Österreich, England, Südwales, Kroatien, La Réunion, Gomera und Gonesvilla. Tokio. Tokio. Ganz wichtig, Gonesvilla. Gonesvilla. Nicht vergessen. Gonesweiler. Und in Wetzlar. Und natürlich in der Gemeinde Marpingen. Ihr auch besonders schön natürlich, ganz klar. So, es kommt eine lustige Mischung aus natürlich alles selbstgeschriebene Lieder und selbstgeschriebene Poetry-Texte. Und ich würde sagen, it goes loose. Huh? Are you ready? Dann geht's jetzt loose. Good. So, hinter mir sieht auch alles gut aus, da fängt man an. Zum Beispiel. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zum Beispiel, dass ich nichts verspreche, dass du nicht halten kannst. Zum Beispiel, dass ich niemals sage, das hast du gesagt. Zum Beispiel, dass ich heulen muss, wenn du erbittert weinst. Zum Beispiel, dass ich erleichtert bin, wenn du dasselbe meinst. Ich gründe deinen Fanclub und wähle mich selbst zum Chef. Ich lauf dir nach, auch wenn mir keiner folgt. Oh, 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 oh. Dass ich mir ein Bein ausreiß und meinen Kopf verliere. Zum Beispiel schenke ich dir meinen allerlängsten Augenblick. Zum Beispiel hab ich noch nie gesagt, den will ich jetzt zurück. Zum Beispiel bin ich froh, dass du über meine Witze immer noch lachst. Egal wie groß das Feuer ist, das du entzündet hast. Ich lösche es, auch wenn ich selbst verbrenn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zum Beispiel, dass ich mir den Kopf zerbreche und mir das Herz zerspringt. Zum Beispiel, dass ich lachen muss, wenn du falsch und laut singst. Zum Beispiel möchte ich jetzt zu diesem Thema deine Meinung hören. Zum Beispiel, weil du lachen musst an Stellen, wo keiner lacht. Egal wie klein das Rettungsschlauchboot ist, ich euer an.
nicht der Captain, nicht der Steuermann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und wenn du mich zum Band hintreibst, ich bin verrückt nach dir und würde auch nie glauben, dass du nicht an mich glaubst. Zum Beispiel, dass ich einfach so von dir begeistert bin. Zum Beispiel, dass ich dieses Lied aus Überzeugung sing. Ganz gleich, wie tief die Suppe ist, ich tauche mit dir durch. Ich löffel sie aus, damit du nicht ertrinkst. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich löffel sie aus, damit du nicht. Ich löffel sie aus, damit du nicht. Ich löffel sie aus, damit du nicht ertrinkst. Das Selbstexperiment. Ich habe ein Selbstexperiment gemacht. Meine Mitmenschen haben mich auf die Idee gebracht. So viele Leute laufen durch die Gegend, schauen böse und hassen einfach alles und jeden. Ausländer dafür, dass sie uns nicht direkt verstehen. Schwule dafür, dass sie schwul aussehen. Frauen dafür, dass sie gleiche Löhne verlangen. Politiker dafür, dass sie Krieg anfangen. Politiker dafür, dass sie Frieden wollen. Gutmenschen dafür, dass sie Hassbotschaften im Internet trollen. Also, ich stelle mir das ja anstrengend vor, immer sauer zu sein auf alles und jeden Menschen, die einfach ihr Leben leben. Aber es ist für die Wissenschaft und es wäre ja gelacht, wenn man für das, woran man glaubt, nicht einsteht, auch mal neue Wege geht. Darum hier meine Idee. Einen Tag empfinde ich nur Hass. Ignoriere einfach Freude und Spaß. Kein Problem, dachte ich mir. Ich hasse es, früh aufzustehen, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen. Ich hasse es, zu warm, zu kalt, aber auch. Ich hasse den Geruch von kaltem Zigarettenrauch frühmorgens an der Haltestelle. Im Bus rückt mir einer zu nah auf die Pelle. Die Kopfhörer habe ich natürlich nicht dabei, passend dazu schrill Kindergeschrei. 6 Stunden Uni ohne Kaffee, meine Brille zu Hause, sodass ich nicht scharf sehe. Mein Geld, das habe ich auch vergessen. Gut, das war's dann erstmal mit was zu essen. Der Typ, den ich nicht leiden kann, macht sich wieder an mich ran. Ich habe Hunger, Kopfweh, Langeweile, aber hey, wozu die Eile? Denkt sich mein Dozent, der die Uhrzeit verpennt, nicht auf die Uhr schaut und überzieht. Ende vom Lied ist dann, dass ich den Bus nach Hause verpasse, eine halbe Stunde warten muss und es nicht zu meiner Verabredung schaffe. Auf dem Weg heim fällt mir dann ein, dass der Kühlschrank so leer ist wie der Bauch von dem Bär, dessen Hunger meinem ähnelt. Also bestelle ich mir Pizza, die ich auf mein Bett draufklecker. Sie war auch nicht so super lecker. Schlecht fühle ich mich noch dazu. Die Kalorien schießen direkt in den Po, in den Bauch und die Winkerarme. Der Tag heute war echt eine Schande. Das Internet will auch nicht recht. Gut, dann gehe ich halt ins Bett. Dort schlafe ich dann ewig nicht ein und hasse mich, die Welt, das Sein. So stelle ich ihn mir vor, diesen Tag, an dem ich einfach gar nichts mag. Also gehe ich ins Bett und denke mir, ja, das wird nett. Niemandem was recht zu machen, sich aufzuregen über Sachen, über die man lachen würde, eigentlich wäre da nicht die Sache mit dem Hass. Am nächsten Morgen wache ich auf, schlurft zur Zimmertüre raus, schlecht gelaunt wie eh und je und rieche frischen, heißen Kaffee. Ausgerechnet heute früh ist meine Mitbewohnerin so nett wie nie. Als ich vor die Tür dann gehe, bleibe ich erstmal draußen stehen, 20 Grad und Sonnenschein. Sag mal, kann es wirklich sein, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem mich nichts und niemand mag, der Morgen besser läuft denn je? Mit bemüht verkniffenem Mund stapfe ich zur Haltestelle, die normalerweise Quelle übelster Gerüche ist. Heute nicht. In meiner rechten Hosentasche, in der es überraschend raschelt, finde ich dann Kaugummi. Das passiert sonst wirklich nie. Im Bus, so hoffe ich, wird's dann wenigstens schön stickig. Stattdessen ist es angenehm und überaus bequem, weil leer. Wo kommen denn die Kopfhörer her? Ich hab vergessen, sie zu vergessen. Ping, mein Handy
lass uns doch was essen. Es geht auf mich. Ausgerechnet heute meldet sich diese Person, von der ich ewig schon nachts träume. Die letzte Vorlesung fällt aus. Ich komme früher aus der Uni raus. Zu Hause gibt es Kuchen und ich könnte fluchen. Ich wollte so gern sauer sein. Ein kleines bisschen bissig anstatt witzig. Stattdessen wird der Tag perfekt, als ob versteckt im Busch dort jemand sitzt, mich filmt, um zu zeigen, dass es stimmt, dass alles läuft, wie es laufen soll, nämlich Puderzucker-Einhorn toll. Und ich merke, wie ich sauer werde. Sauer auf mein ganzes Glück, das ausgerechnet heute, wo ich doch die Leute mit miese petriger Miene verstehen will, komplett ausgeschüttet wird. Jeden Tag geht etwas schief. Und ausgerechnet, als ich rief, hey, Pech, komm doch mal rüber, schwappt mein Glückssammelbecher über. Meine Laune ist am Tiefpunkt und ich drehe rund durch mein Zimmer, um mich zu beruhigen. Überhaupt nichts lief nach Plan. Der Tag fing wunderbar schon an, wurde schließlich immer besser und ich mit meiner schlechten Laune, mit der ich heute alles anschaue, konnte nichts davon genießen. Kein Wunder, dass da schlechte Gedanken sprießen. Enttäuscht von dem Experiment lege ich mich hin. Und während ich dann da so liege, trifft es mich wie 20 Züge. Mein Experiment lief wunderbar, denn mir wurde endlich klar, was eigentlich nicht stimmt mit den Menschen, die gehemmt und traurig durch die Gegend gehen. Weil sie nur das Schlechte sehen. Ist die Grundeinstellung falsch, kriegt man in den falschen Hals, was um einen rum passiert und dann ist schnell ignoriert, wie warm die Sonne morgens scheint, dass der Himmel, wenn er weint, wunderschöne Blumen gießt, dass im Bus hinten noch Platz ist, dass man, wenn man mal sein Geld vergisst, sich auch etwas leihen kann, dass der Mann, der dazu nahe steht, sicher versteht und einen Schritt zur Seite geht, dass auch der Mutter mit dem Kind ruhige Momente lieber sind, dass der Dozent nur deshalb zu spät ist, weil er seine Brille ebenso hin und wieder im Auto vergisst, dass Pizza mit Freunden geteilt viel besser schmeckt und sich hinter einem Internetlosen ein bücherreicher Abend versteckt. All das ist Auslegungssache. Die Hauptsache ist, man lache auch mal über sich selbst. Denn du wählst, ob du morgens lachst oder eine böse Miene machst. Jeder noch so schlechte Tag wird besser, wenn man etwas tut, das man mag. Das ist die Formel, die man Experiment, das, wie man unschwer erkennt, danke Clemens, das, wie man unschwer erkennt, nicht unbedingt so lief wie geplant und dann ungeahnt noch ergiebiger wurde, ergab. So liege ich da und denke, würden das mal alle teilen? Gäbe es zuweilen keinen mehr oder wenigstens weniger Leute, die erst heute und dann morgen mit dem Kopf voller Sorgen durch die Straßen gehen und nicht verstehen, wie man etwas Positives sehen kann in dieser Welt, die ihnen nicht gefällt, in der man sich verstellt und verbiegt für Geld und Macht. Dann lacht vielleicht der eine oder andere etwas lauter, ist erfreuter und erbauter, wenn er durch die Straßen geht. Denn es ist nie zu spät, um seine Meinung noch zu ändern. Zum Beispiel abends im Bett, wenn dann die Gedanken schweifen und neue Ideen reifen. Oder in der Badewanne, wenn aus Angst und Bange wohlig und gemütlich wird. Ort und Zeit sind auch egal. Man probiere es einmal und wenn es sich als gut rausstellt, schreie man es in die Welt. Schreit man oft und laut genug, sagt man es attraktiv und klug, dann klingt es gar nicht so verwerflich zu lachen, wenn man eigentlich nur spärlich mit guter Laune dienen kann. Doch Frau und Kind und Mann und auch alles dazwischen, die schlichtweg nicht wissen, dass das Leben leichter von der Hand geht, wenn man mit dem Gesicht zur Sonne, nicht zur Wand steht, müssen von uns anderen, uns Bewanderten, mit Sinn für Freude und Friede auf Erden aufgeklärt werden. Im ersten Moment, wenn man ungehemmt und laut lacht, kann es sein, dass es kracht, weil Ohrfeigen eben laut sind. Aber Mann und Frau und Kind und auch alles dazwischen werden es uns danken. Irgendwann. Vielleicht. Und dann weicht der Hass dem Spaß. Und das wäre doch mal was. Ich mache eine kleine Zwischenmusik, damit der Clemens die Corona-Kamera, so nenne mir sie liebevoll, anmachen kann. La 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 la
La, 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 la. Die Blädeläden gehen nie zu Fuß, ihr Hund kackt auf der Bordstein. Die Blädeläden kriegen nie genug, weil sie schon alles an. Die Blädeläden erzählen dir, wie blöd die Blädeläden gehen. Die Blädeläden sind furchtbar blöd, weil sie die Blädeläden sind. Und dann gehen sie in der Frimes Komitiere und haben den meisten Dreck am Stecken. Jeder ist blöd. Jeder ist blöd. Jeder ist blöd, nur mir nicht. Jeder ist blöd, nur mir nicht. Jeder ist blöd, nur mir nicht. La, 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 la. La, 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 la. Die Blädeläden hören nie zu und gucken zu viel Fernsehen. Die Blädeläden schwätzen sich, da tut ihm fast schon weh. Die raffen immer nur die Hälfte und haben von nix Interesse. Den ganzen Tag machen die nix wie saufe Bumse Fresse. Und wenn's spät ist, gehen sie schlafen. Der Bläder ist. Jeder ist blöd. Jeder ist blöd. Jeder ist blöd, nur mir nicht. Jeder ist blöd, nur mir nicht. Jeder ist blöd, nur mir nicht. La, 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 la. La, 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 la. Die Blädeläd wisse Bescheid und han genau de Plan. Die Blädeläd kriegen Keru, han immer wat ze sahn. Die Blädeläd, die sind so blöd, dass Bläder nimmi git. Noch bläder wie die Blädeläd. Bist du, du bist sau blöd, blöd. Jeder ist blöd. Jeder ist blöd. Jeder ist blöd, nur mir nicht. Jeder ist blöd, nur mir nicht. Jeder ist blöd, nur mir nicht. La, 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 la. Anfang, Mitte 20. Ich bin 23. Studiere, jobbe nebenher, um mir meine Wohnung und Netflix zu finanzieren, spiele in meiner Freizeit Amateurtheater, mache Musik und versuche immer mal wieder ein wenig abzunehmen, um wieder in mein Abikleid zu passen. Bisher erfolglos. Mit meinen 23 Jahren bewege ich mich auf der verschwommenen Grenze zwischen Erwachsenwerden und Erwachsensein. Manchmal fühle ich mich sehr erwachsen, wenn ich zum Beispiel erfolgreich einen Anruf getätigt habe, eine Meldung zur Sozialversicherung von meinem Arbeitgeber lese oder die Zahl auf meinem Kontoauszug betrauere. Manchmal schaue ich aber auch SpongeBob, schreibe mir Spicker für meine Klausur, für die ich zu wenig gelernt habe, weil ich zu viel Sims gespielt habe, oder lese die Meldung zu meiner Sozialversicherung von meinem Arbeitgeber, ohne auch nur im Entferntesten zu wissen, was das eigentlich ist. Dann wiederum
fühle ich mich nicht ganz so erwachsen. Mit Anfang, Mitte 20 bewegt sich mein Freundeskreis in einem Alter zwischen 18 und 30 und damit auch um diese verschwommene Erwachsenheitsgrenze herum. Grundsätzlich hat man Anfang, Mitte 20 zwei Arten von Bekannten. Die einen machen das so wie ich. Versuchen irgendwie ihr Studium oder ihre Ausbildung zu bestreiten, schauen abends oder auch mittags oder auch morgens oder auch immer ihre Lieblingsserien, die ungefähr wöchentlich wechseln, weil man sie dann spätestens durch hat, gehen mit ihren Freunden einen oder mehrere trinken, meistens mehrere, und starren in ihrer Freizeit gerne das ein oder andere Loch in die Luft. Die anderen sind da etwas gefestigter und stehen doch ein wenig souveräner im Leben. Begegnungen mit dieser Art Anfang, Mitte 20er sind hin und wieder durchaus beängstigend bis leicht traumatisch. Es ist nicht immer schön, vor Augen geführt zu bekommen, wie sehr andere ihr Leben im Griff haben im Vergleich zu einem selbst. Die essen Müsli nur zum Frühstück. Nicht morgens und mittags und abends und als kleiner Snack zu Mitternacht. Und zwar mit Quark und Früchten und nicht mit Schokomilch und Dosenbier. Jedenfalls habe ich kürzlich eine Einladung zum Grillen bekommen. Verschwommen erinnere ich mich, dass ich mich gefreut und zugesagt habe, denn ich mag diese Menschen ja. Klar bin ich da, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Mittags stehe ich vor meinem Schrank und fühle mich ganz krank, vor lauter Kopfzerbrechen, was ich denn jetzt anziehen soll. Auf meinem Bett sitzt meine beste Freundin, auch eine Anfang-Mitte-Zwanzigerin meiner Sorte, spielt Tetris und schaut mir zu mit den Worten: Warum machst du dir gerade Gedanken darum, was du anziehen sollst? Das machst du doch sonst nie. Ja, klar, aber die sehen immer alle so hübsch aus, mit ihren farblich abgestimmten Kleidern. Da bin ich direkt raus, wenn ich aussehe wie immer. Irgendwann entscheide ich mich dann für ein Outfit. Nicht, weil es mein Favorit, sondern ohne Flecken von vergangenen Mahlzeiten ist. Mit etwas Make-up verdecke ich meine Augenringe von dem, was einmal ein Schlafrhythmus gewesen sein muss, verabschiede mich theatralisch mit einem Handkuss und mache mich auf den Weg. Ding, dong, dong, ding, dong, ding, dong, dong, ding, dong. Sogar die Klingel klingt irgendwie erwachsen. Mit einer Flasche Wein warte ich darauf, dass man mich reinlässt. Die Tür fliegt auf und die Hand am Knauf mündet in ein schickes, blassrosa Jäckchen, passend zu den dezent geruschten Bäckchen. Hi Mensch, schön, dass du da bist. Man nimmt mir den Wein aus der Hand, an dem ich mich, wie ich jetzt erst erkannt, festgeklammert habe. Komm rein, die anderen sind schon da. War ja klar, dass ich letzter bin. Die anderen sitzen schon drin mit einem Getränk in der Hand, das ungefähr die Farbe von dem blassrosa Jäckchen hat, mit Schirmchen, Strohhelmchen und Zuckerrand. Bist du auch eins? Wir haben das selbst erfunden und Sweet Pink Sugar Bomb genannt. Drin ist Sekt, Grenadin, Zucker, vegane Sahne, Himbeeren, Erdbeeren und ein Schuss Wodka, damit es auch noch etwas schmeckt. Mir wird schon bei der Aufzählung schlecht. Ein Gläschen Wein wäre mir ganz recht, weiche ich also aus. Okay, Sekunden später. Ich krieg den Korken nicht raus. Ja, nee, das ist Schraubverschluss, sage ich und muss fast lachen bei dem Gesicht, das die anderen machen. Schließlich sind alle versorgt und das Gespräch geht weiter, wo es geendet hat. Also, die Hochzeit ist ja im August und da muss echt noch viel vorbereitet werden. Es soll ja alles glatt laufen. Meine Erfahrung mit Hochzeiten beschränkt sich auf das, was ich aufgeschnappt habe, wenn meine Mama 4 Hochzeiten und eine Traumreise oder zwischen Tüll und Tränen geschaut hat. Danach geht's um die Jobs von jedermann, wieder ein Thema, bei dem ich nicht mitreden kann. Dann sind ihre Reisen dran, die sie irgendwann dieses Jahr noch machen wollen. Meine Brüder und ich dachten bislang nach, ob wir sparen sollen, um den Ausflug zu machen. Vielleicht. Aber dann reicht das Geld halt nicht mehr zum Leben. Es muss auch Kompromisse geben, ist die Antwort aus der Runde. Ja, stimmt, bekunde ich im Geist. Schließlich reist man nur einmal, oder wie war der Spruch? Der Geruch von Essen weht durch die Luft und der Duft lockt uns alle an den Tisch, wo es frisch gebackenes Brot, gedünstetes Gemüse und Tofu-Würstchen gibt. Die Teller und Gläser werden leer und voll und leer und voll. Danach gibt's Espresso aus einem Kaffee-Vollautomaten. Der ist so toll und war echt mega günstig. Ich nippe an dem 2 meiner Monatsmieten teuren Getränk und werde künftig immer daran denken müssen, wenn ich mir meinen Instant-Kaffee anrühre. Später geht es darum, wie unmöglich sich mal wieder der Chef aufführe, um Autos und Versicherungen, und ich fühle mich gleich doppelt so jung. Sag mal, Clara, geht's dir gut? Du bist heute so still. Erschrocken tauche ich aus meinem Denken, als die Blicke sich mir zuwenden.
Hastig versuche ich, den Gesprächsfaden wieder zu finden, aber es will mir nicht gelingen. Ich kann aber ein Lachen aufbringen und frage verlegen, ob sie mir die Weinflasche geben. Wir wollten sowieso gerade zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Ein dreckiges Lächeln spielt um ihren Mund. Und die nächsten 4 Stunden spielen wir Rund-um-Rund-Activity. Ich habe noch nie schauen tief ins Glas und haben Spaß dabei, allerlei dummes Zeug zu reden. Und ich merke, dass unsere Leben sich gar nicht so sehr unterscheiden, sondern sie sich nur anders kleiden. Ich erfahre, dass sie auch zu viel Netflix schauen, hin und wieder Scheiße bauen, durchs Handy auch die Zeit vergessen, neidisch sind auf andere Frauen, gar nicht so oft richtig kochen, manchmal nicht waschen, mehrere Wochen putzen hassen, Arbeit liegen lassen, den Lebenssinn anzweifeln, immer wieder Ideen reifen, was man hätte anders machen können, sie sich aber auch nachts mal ein Müsli gönnen, sie nicht wissen, ob die Jobwahl die richtige war, ihnen die Steuererklärung 2018 total unklar erschien, sie ausschlafen, früh aufstehen, vorziehen, das Leben sie aufhetzt wie glühende Kohlen und sie einfach nur das Beste rausholen. Ich würde auch gern wieder studieren, seufzt eine. Einfach nur philosophieren und nicht jeden Tag das Gleiche machen. Da muss ich einfach lauthals lachen. Und ich hätte gerne das, was ihr habt, ein bisschen mehr von einem Alltag. Man mag wohl immer das, was man gerade nicht hat. Und damit fasst sie glatt zusammen, was die Moral von der Geschichte ist. Mit Anfang Mitte 20 muss man noch nicht gänzlich sicher sein, wo man hin will mit Anfang Mitte 30. Man kann fleißig rumprobieren. Das geht bekanntlich über Studieren. Das ist übrigens mein Motto. Das Alter ist nur eine Zahl. Der Lebensweg ist unsere Wahl. Genau wie Korken oder Schraubverschluss. Am Ende zählt nur, dass der Wein auch richtig ballert. Ach, nö, Schatz. Ich bin leicht deformiert und gehen an den oder anderen Stelle schon ein bisschen aus dem Leben. Mein Kreuz tut weh und mein Knie ist fast kaputt. Ich kann mir nichts mehr merken, kein Arm und Termine. Ich treffe dauernd Leute, die mich freundlich grüßen, aber ich kenne die nicht. Aber sonst geht's mir gut, ich bin immer noch der alte Chaot. Außer ein paar Schlammer hat das Leben mir nichts getan. Die Narbe, die ich an, trage ich mit Stolz, ich bin außer unrasiert. Aber innen drin ein kleiner frecher Bub. Ich bin leicht irritiert und laufe die Halbzeit völlig planlos durch den Dach, weil ich einfach nicht verstehe, was in der Welt passiert. Ich hab nicht akzeptiert, dass die Leute, die so tun, als ob sie den Plan haben, mich beherrsche. Vor was das gut sein soll, will nicht der Make-up. Aber sonst geht's mir gut, ich bin immer noch der alte Chaot. Ein paar Schlammer hat das Leben mir nichts getan. Die Narbe, die ich an, trage ich mit Stolz, ich bin außer unrasiert. Aber innen drin ein kleiner frecher Bub. Ich hab mich noch nicht dran gewöhnt, dass alles bleiben muss, wie es ist. Ich bin nicht der, der wart, sondern der, der es macht. Aber am Ziel bin ich noch nicht. Ich bin nicht der mit dem Plan, sondern der, der ne sucht. Mei Haar gen bra und ich krieg'n Falde in's Gesicht. Ich glaub, es wird allmählich Zeit vor Biografie und ein Testament. Aber sonst geht's mir gut, ich bin immer noch der alte Chaot. Außer ein paar Schrammer hat das Leben mir nichts getan. Die Narbe, die ich an, trage ich mit Stolz, ich bin außer unrasiert. Aber innen drin ein kleiner frecher Bub. Aber sonst
geht's mir gut, ich bin immer noch der alte Chaot. Außer ein paar Schlammer hat das Leben mir nichts getan. Die Narbe, die ich an, trage ich mit Stolz. Ich bin außer unrasiert, aber innen drin ne Kleiner. Aber innen drin ne Kleiner. Aber innen drin ne Kleiner. Frischer Buch. Schön. Hast du ewig gesungen, du bist alt? Das hast du dir ingebildet. Oh. Das war mal raus. Guter Gag, super. Ich hätte auch singen können, schreib schon mal dein Testament. Ja, toll. Die eigene Kenner. Ich wundere mich, dass du dich überhaupt noch dran erinnerst. Ihr macht das ja hey umsonst, ne? In meinem Traum. Nachts, wenn unsere Gedanken sich ausruhen und sich uns im Traum neue Welten auftun, die Unruhen und das ungute Tun der Menschheit von Gleichgültigkeit die Schranken gezeigt bekommt, dann ist plötzlich nichts nicht machbar und nichts ist unklar. Wer vorher unscheinbar war, wird hier zum wunderschönen Schwan. Wem kalt war, der hat warm, böse Gedanken laufen lahm. Jeder Traum ist anders, genau wie die, die sie träumen. Unser Kopf, der kann das, Ordnung machen und aufräumen. Dieses Chaos, das nach vollen Tagen manchmal herrscht da oben und unseren Magen zum Rumoren bringt und toben. Wie sieht dein Traum aus? Katzen träumen wohl vom Mäuseschmaus. Schnecken von einem unkaputtbaren Edelstahlhaus. Von prächtigen Schwanzfedern träumt der Vogel Strauß. Hunde träumen von der Jagd auf Hasen, Elefanten vielleicht manchmal von Porzellanläden und Vasen, Rennautos, wie sie über die Rennstrecke rasen, Kühe, wie sie die Wiese abgrasen, Fabriken, wie sie die Umluft vergasen. Voldemort träumt von transplantierbaren Nasen und Verliebte davon, wie sie im Schlossgarten saßen und romantische Gedichte lasen. Klobürsten träumen von selbstreinigenden Toiletten, Hälse träumen von Küssen und Ketten, Baywatch-Stars träumen in Slow-Mo vom Retten, Kissen von Decken und Decken von Betten. Fische träumen von Lungen zum Atmen, Patienten träumen von ganz kurzem Warten, Gärtner träumen von federleichten Spaten und Spaten träumen vom schon umgegrabenen Garten. Kabel träumen von Steckdosen, Bachelor-Kandidaten träumen von Rosen, Sterneköche von perfekten Soßen und Fingerspitzen vom zarten Liebkosen. Papier träumt von Stiften, Richter vom Richten, Dichter vom Dichten. Haare träumen wohl vom Wachsen, Rechte stürmen im Traum durch Sachsen. Sachsen träumen von einem friedlichen Chemnitz. Jäger von einem gepolsterten Hochsitz mit WLAN, Fernseher und Kühlschrank. Autos von einem vollen Tank, Studenten von einer vollen Bank, Politiker von etwas Dank. Kreise träumen von Ecken und Kanten, Tanten von Onkeln und Onkel von Tanten. Manche Onkel träumen auch von anderen Onkeln. Und manche Tanten von Tanten. Wer weiß das schon? Denn Träume sind unser Eigentum. Und wenn aus Träumern Macher werden und die Macher mit ihren Träumen die Realität bunt färben, dann verlieren die, die Träume gefährden. Gewinnen die, die Träume verehren. Ob wir sie ausleben oder aufgeben, ob wir uns niederlegen oder aufstreben, ist unsere Entscheidung. Ist eure Entscheidung. Gerade ruft mich jemand an und fragt, wohin sollen jetzt eigentlich diese 5,7 Millionen Euro? Ich lache laut und sage,
tu sie zu den anderen dazu, ich kümmere mich morgen drum. Ich hab jetzt noch ein Date mit dem reichsten Mann der Welt. Wir haben uns gefragt, ob es sinnvoll ist, wenn wir 5,7 Millionen Euro einfach so verbrassen und den lieben Gott im Himmel einen guten Mann sein lassen. Aber eben nur geträumt, aber eben nur geträumt, aber eben nur geträumt, aber eben nur geträumt. Etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Ich sage dir, etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Wenn du etwas von mir brauchst, sing es laut, lass es raus. Du bist eine sexy Hexi, du bist eine super Frau und ich bin lazy crazy Jürgen. Ich wohne in einem Palast mit 30 Dienern um mich rum. Wenn du irgendetwas hast, sei nicht schüchtern, das ist dumm. Wir haben keine Sorgen, denn wir denken nicht an morgen. Wir leben hier wie die Made im Speck. Kein Gag. Aber eben nur geträumt, aber eben nur geträumt, aber eben nur geträumt, aber eben nur geträumt. Etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Ich sage dir, etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Traum ist so schön, er soll nie zu Ende gehen. Da kommst du und wächst mich auf und sagst, hey, bist du gut drauf? Ich sage, ja, ist doch klar, diese Fantasie ist wahr. Lass den Alltag Alltag sein, gib mir mal einen Lottoschein. Ich bin ein Rockstar, du bist mein Freund. Wir hängen hier in meiner Bude rum. Ich hab grad einen Hit geschrieben, komm, den singe ich dir mal vor. Er handelt von einem, der immer nur träumt und dabei das ganze Leben versäumt. Er handelt von mir und ich bin ziemlich froh, denn mein Traumsong läuft im Radio. La 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 la. Geträumt, aber eben nur geträumt. Etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Ich sage dir, etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Ich sage dir, etwas, das gar nicht geht, ist die Realität. Liebe im Netz. Liebe im Netz, rechte Hetzeverbreiter. Seit geraumer Zeit lese ich nun gezwungenermaßen eure Posts und schweige. Betroffen. Manchmal traurig, meistens wütend. Und jedes Mal denke ich zwei Worte. Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Genau diese zwei Eigenschaften vermisse ich bei euch Hetzern. Ihr beruft euch auf die Meinungsfreiheit, aber in Wahrheit seid ihr einfach nichts anderes als Hetzer. Ihr hetzt gegen Flüchtlinge und arme, hilfsbedürftige Menschen, benutzt sie für eure polemischen Zwecke und verbergt euren Rassismus hinter parteipolitischen Scharmützeln. Und oft fällt mir auf, dass ihr in der Partei mit dem C vorne seid. Dabei steht dieses C für eine christliche Weltanschauung. Christlich ist es aber, sich um hilfsbedürftige Menschen zu kümmern, seinen Nächsten zu lieben, nicht ihn im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Wäret ihr ehrlich und wahrhaftig, würdet ihr der Partei mit dem A vorne beitreten. Dieses A steht für eine Alternative, die wir in Deutschland schon mal hatten
und die zurzeit wieder schwer im Kommen ist. Der Begriff Alternative ist übrigens politisch gesehen geklaut. Denn die Alternativen, das waren einst die Hippies, die Langhaarigen, die Müsli-Esser, die Anti-Atomkraftler, ja, die Gutmenschen, die ihr so gerne verunglimpft. Wenn ihr dann also Mitglied in der A-Partei seid, werdet ihr endlich ehrlich und wahrhaftig und setzt euch für eine Namensänderung dieser Partei ein. Sie soll endlich so heißen, wie ihre Mitglieder sind. DIP. Deutsche Idiotenpartei. Idiot bedeutet übrigens jemand, dessen Verhalten in ärgerlicher Weise als dumm oder ähnliches angesehen wird. Wenn euch das ärgert, könnt ihr euch gerne auch DAP nennen. Was das heißt? Nun, A steht für Arschgeigen. Ja, da ist tatsächlich was Musikalisches drin. Wie soll eigentlich eure Alternative für Deutschland aussehen? Ist es ein Deutschland ohne Flüchtlinge, ohne die Flüchtlinge, die seit 2015 in unser Land gekommen sind? Ist es ein Deutschland ohne alle, die schon länger hier sind? Was kommt dann? Alle Türken, Kurden, dann die Griechen und Italiener? Oh je, Döner und pizzalose Zeiten kommen auf uns zu. Wen wollt ihr noch loswerden? Schwule, Lesben, alle, die nicht katholisch oder evangelisch sind? Was ist eigentlich mit den Buddhisten, freien Christen, Jehovas? Alle raus? Ach so, Behinderte, Rothaarige, ups, was ist mit den Amis, Engländern und Franzosen, die hier wohnen und arbeiten? Wo wollt ihr hin? In die Grenzen von 1933? Was ist für euch akzeptabel? Wirklich nur die rein arische Superrasse? Wisst ihr was? Für mich ist nur eine Alternative für Deutschland denkbar. Alles bleibt, wie es ist, ohne euch. Punkt. Ja. Da hast du dich verknuddelt. Ich habe mich verknuddelt, gell? Ja, jetzt gut. So ist richtig. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich an dich denke, sehe ich dein Gesicht vor mir und alles, was du je gesagt hast, geht mir durch den Kopf. Von dir zu träumen schüttelt mich, ich werde wach. Oh Gott, war das ein Albtraum. Und ich rufe Stopp, ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Endlich frei sein, frei von dem Bedürfnis, dir ins Gesicht zu hauen. Wenn ich dich sehe, geh deinen Weg, ich gehe meinen. Ohne dich besteht die Chance, mein Leben wird entspannt und richtig schön. Nimm all den Schwachsinn, den du je gesagt hast, bitte mit. Verbuddel und verbrenn ihn. Oh Mann, ist mir so schlecht von dir. Gib mir den letzten Nerv zurück. Du hast ihn mir genommen und sag zum Abschied: Jürgen, du hast recht. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Wenn
Wenn blöde Blicke töten könnten, wärst du ne Implosion, wenn Dummheit fliegen könnte. Du wärst ihr Pilot, befrei uns beide und geh fort. Sprich mit mir nicht ein Wort, such dein Glück an einem ganz völlig fremden, ganz entlegenen Ort. Ohne Wenn und Aber geht mir dein Gelaber sinnentleert und dreist ziemlich auf den Geist. Wir reichen uns die Hände und kommen zu dem Ende, dass wir, weil wir uns trennen, endlich happy nennen. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von mir. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Ich wünsche dir alles Gute, aber ganz weit weg von hier. Dir alles Gute, aber nicht bei mir. Und tschüss, genau. Und tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss mit euch. Tschüss, Gottesweiler. Loslassen. Würde mich jetzt jemand sehen, geht es mir durch den Kopf. Dieser jemand würde vermutlich schneller Reis ausnehmen, als es sich irgendein SPD-Vorsitz erträumen könnte. Ich. Eine Ausgewachsene. Ja, auch wenn man unter 1,60 Meter ist, kann man trotzdem ausgewachsen sein. Erwachsene. Ja, auch wenn man noch leidenschaftlich gerne Zeichentrick schaut, kann man erwachsen sein. Frau, stehe weinend in der Mitte des Kinderzimmers meines Bruders. Und ich meine nicht dieses schöne Hollywood-Weinen, bei dem einem eine perfekt geformte einzelne Träne langsam die perfekt abgepuderte Nase hinunterrinnt, sondern das Mufasa stirbt bei König der Löwen, letzte Folge der Lieblingsserie, Hund und Halter sind wieder vereint nach einer monatelangen Trennung, weinen. Das, bei dem einem die Augen aufquellen, wie ein Tampon im Wasser. Die Nase läuft wie der Onkel dritten Grades, wenn auf der Familienfeier das Buffet eröffnet wird. Man am ganzen Körper zittert wie eine elektrische Zahnbürste und einfach nicht mehr aufhören kann. Der Grund für diesen Gefühlsausbruch? Ein leerer Schrank. Leere Fächer, leere Kleiderbügel, keine Strümpfe, keine Unterhosen. Denn die sind jetzt in einem anderen Schrank, in einer anderen Wohnung, in einer anderen Stadt. Und dann gehe ich ein Zimmer weiter und dort genau dasselbe. Ein Bett, das kalt ist, weil niemand drin geschlafen hat, letzte Nacht und nächste Nacht. Stille, da wo vorher Lachen und dumme Witze, Anime-Openings oder klassische Musik waren. Es klingt jetzt alles ziemlich melodramatisch, wenn man das so hört. Viel dramatischer, als es eigentlich ist. Aber die Stille ist eben da am lautesten, wo man sie nicht kennt. Meine Brüder und ich, wir sind ein Team. Intime Gespräche sind für uns so selbstverständlich wie streiten und 10 Minuten später zusammen YouTube-Videos schauen, die Fernbedienung voneinander klauen oder sie präventiv mit aufs Klo nehmen. Natürlich nicht, ohne vorher einen nervigen Dauerwerbesender einzuschalten. Dem einen die Haustür aufhalten, um sie dem anderen vor der Nase zuzumachen und über das gehärfte Hämmern zu lachen. Gegen die Scheibe, die mein einer Bruder als kleiner Junge mal mit einem Besen eingeschlagen hat, weil er nicht an die Klingel drankam. Ich stehe in euren Zimmern und weine, weil ich keine Ahnung habe, wie ich einschlafen soll, wenn ich euch nicht gute Nacht sagen kann. Ich weine alleine, denn ich will nicht, dass ihr mich dabei seht. Nicht, weil ich nicht vor euch weinen würde, das wisst ihr. Einmal habe ich meinen Bruder in die Wiese geschubst und er ist in Brennnesseln gefallen und hat geschrien wie am Spieß. Und ich auch, als ich mich neben ihn fallen ließ, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Ein anderes Mal wurde unsere Katze eingeschläfert und wir saßen alle im Wohnzimmer, so wie immer, dass plötzlich jemand fehlte. Da habe ich euch zum ersten Mal, seit wir Kinder waren, weinen sehen. Und das tat noch mehr weh als mein eigener Schmerz. Mein Herz ist noch ein Stückchen mehr gebrochen. Und ihr kennt sie,
ganz genau. Die Knöpfe, die ihr drücken müsst, um mich bis zur Weißglut zu treiben. Und ich kenne eure und ihr kennt eure. Das ist eine teure Waffe unter Geschwistern. Manchmal haben wir sie genutzt und uns gegenseitig den Kopf geputzt. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen danach. Ähnlich wie bei den Brennnesseln. Nein, ich will nicht, dass ihr mich weinen seht, weil es gut ist, dass ihr geht. Ihr seid schon lange größer als ich, mindestens mal äußerlich, und habt euren Weg gewählt. Mich quält dabei ein Zwiespalt. Ganz tief drinnen denke ich, halt, ihr seid doch meine Brüderchen, müsst ihr denn wirklich schon gehen? Ihr seid noch viel zu klein. Wie kann das sein, dass ihr jetzt schon reinstartet in das Erwachsenenleben und das Leben nicht wartet, bis wir unser Okay geben, dass wir bereit sind, vom Kind zum Studierenden zu werden und Verantwortung auf Erden zu übernehmen? Ihr habt doch vorgestern erst laufen gelernt, euch gestern erst fürs Rennen erwärmt und heute müsst ihr dann schon fliegen? Wenn wir doch auch noch ein, zwei Jahre zusammen hier liegen könnten, um den Alltag gediegen in unseren Armen zu wiegen. Aber ich weiß ja, dass es falsch ist und normal, wenn man sich erstmal vermisst und über den eigennützigen Kummer vergisst, dass man ja selbst auch schon Flügge ist. Und obwohl ihr immer meine kleinen Brüder sein werdet, seid ihr mittlerweile 20 Jahre alt und allzu bald erwachsen geworden. Aber Veränderung ist nichts Schlechtes, sondern ein echtes Abenteuer, bei dem alles erstmal neuer, nicht geheuer und, wie ihr sehen werdet, ziemlich teuer sein kann, wenn man plötzlich selber einkaufen geht, die WLAN, Netflix, Fastfood-Rechnung ins Zimmer weht, die Klausurenphase einem den Hals zuzieht und den Geldhahn dreht, weil man seinen Frust in der Kneipe wegzutrinken versucht. Dann wünscht man sich plötzlich doch zurück in die 9. Klasse, als das Wichtigste war, ob der krasse Typ aus der 10b einen mag oder nicht. Diese Momente wird es geben, zumindest kenne ich sie. Vielleicht habt ihr sie nie. Aber falls doch, dann bin ich da, so wie ihr für mich. Eins ist klar, ihr könnt mich anrufen, unabhängig von Tages- oder Nachtzeit, ob ihr nüchtern oder betrunken seid, euch freut oder vor Wut laut schreit, ich höre euch zu. Denn das ist es, was Geschwister tun. Dann ist es im Grunde auch egal, wer wo wohnt. Ihr seid meine besten Freunde, die Brüder, von denen ich als Kind immer träumte und die ich dann bekommen habe. Wir hatten es nicht immer leicht miteinander, haben uns aber immer gereicht, gelernt voneinander, mindestens, auch wenn es mal geknallt hat. Wir haben uns abends spätestens versöhnt, denn wir können nicht schlafen, wenn wir streiten. Wahrscheinlich weint ihr nicht in euren neuen Wohnungen, in euren neuen Städten, mit euren neuen Freunden, in euren neuen Studiengängen. Aber vielleicht. Ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich. Freut ihr euch auch darauf, bald wieder nach Hause zu kommen, euch bekochen und alles so sein zu lassen wie früher, als alles noch alt und nicht anders war. Aber auch, wenn die ganze Welt zusammenfällt, wir auf verschiedenen Kontinenten leben und uns nur zu Weihnachten und an den Geburtstagen sehen, eins wird sich niemals ändern, das verspreche ich euch. Ihr seid meine kleinen Brüder, ich bin eure große Schwester und deshalb habe ich immer das Vorrecht auf die Fernbedienung. Ja. Denn würdet ihr euch an allem, was alt und vertraut ist, so festklammern, wie an dem Glauben, dass ihr darüber bestimmen solltet, was wir im Fernsehen schauen, dann würdet ihr all die wundervollen Dinge verpassen, die das Leben für euch bereithält, und mir würde es noch schwerer fallen, euch zumindest ein bisschen loszulassen. Viel und kostet nichts. Ein kleines Lächeln schenke ich dir, ein kleines Lächeln nur von mir. Und wenn die Sonne endlich aufgeht, weißt du, sie scheint nur für dich. Auch wenn die ganze Welt sich abwendet, sei sicher, du hast mich. Thank you.
wünsche ich dir, damit du mir auch eines schenkst. Ein kleines Lächeln. Ein kleines Lächeln. Ein kleines Lächeln. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Denn da draußen stehen an allen Ecken AfD-Wähler, die euch zuflüstern, wir schaffen es nicht. Es ist gar nicht zu schaffen. Ostexweiler ist schon gefallen. Dort wohnen jetzt mehr Marpinger als Exweiler. Zumindest in der Sonnenstraße 7 im dritten Stock. Passt auf euch auf. Die Unglaublichen sind keine Fiktion. Nein, sie sind eine neue Partei, die das EU-Parlament übernehmen und in ein veganes Restaurant umwandeln wollen. Habt ihr euch allen Ernstes nie gefragt, wo nach dem Krieg die vielen Kaugummiautomaten hergekommen sind? Ich kläre euch auf. Es sind Hinterlassenschaften der Amis. Jeder Kaugummi ist mit Borg-Nanosonden gefüllt, sodass die NSA sogar weiß, wann wir Durchfall haben werden. Donald Trump ist nicht mehr als der Hausmeister von Google. Die wahren Mächtigen sitzen nicht in unseren Parlamenten, sondern in irgendwelchen Internetkonzernen. 6G ist schon lange geplant und der deutsche Kanzleramtsminister macht Männchen, wenn seine Sekretärin haucht: Im Videochat ist ein Herr Zuckerberg. Passt auf euch auf. Batman schwirrt tatsächlich da draußen rum und verursacht Staus auf der Erde-Mond-Autobahn. Was rede ich? Autos gibt's ja bald gar keine mehr. Tretroller und autonom fahrende Inliner verstopfen unsere Städte. Nach der Mauer sehnen wir uns schon lange zurück. Und die Saarländerin mit dem unaussprechlichen Namen hat jetzt einen neuen 1 Minute und 20 Sekunden langen Radiohit mit dem Titel »Homos sind scheiße«. Im Refrain fängt sie plötzlich an zu stöhnen und das Lied endet mit einer Anleihe an Imagine. Passt auf euch auf. In den Kapseln, die unser Veggie-Opa gegen seine Magenbeschwerden nimmt, ist Rindergelatine. Wir werden von morgens bis abends verarscht. Die Bienen sterben gar nicht. Das Klima wandelt sich gar nicht. Trump ist Pazifist, Gauland ein Weichei. Putin spricht fließend Deutsch. Merkel ist in Wahrheit Sandra Bullock, kurz vor ihrer Enttarnung als Topmodel. Elvis war Michael Jackson und George Harrison einer von der Judäischen Volksfront. Das stimmt übrigens. Habt ihr euch nie gefragt, warum die Männer, die die gelben Säcke abholen, orangene Anzüge tragen? Passt auf euch auf. Ich will euch nicht verlieren, sonst bin ich ja ganz alleine hier oben auf dem Mars, der übrigens laut einem geheimen Beschluss der UNO-Vollversammlung, aber bitte sagt es niemandem weiter, Twix heißen soll. Geil, oder? Ich sind aber fast drauf reingefallen, oder? Alle haben gedacht, was macht der doch? Ich habe selbst gedacht. Der Jürgen fängt falsch an. Ich habe selbst gedacht,
was mach ich da? Aber dort dran zu erinnern, dass das live ist. Hallo. Alles live hier. Hier wird keiner verarscht. Das ist alles live. Also. Mit jedem Schlag auf der Gitarre, auch mit jedem falschen Schlag auf der Gitarre, ist ein Moment vorbei. Mit jedem Ton auf dem Klavier sind es auch schon zwei. Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, ein Jahr. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Es geht vorbei, wenn es dir schlecht geht und wenn du traurig bist. Die Zeit verrinnt und deine Wunden heilen schnell. Du kannst dich wehren, du kannst schreien. Die Zeit ist grausam, aber frei. Du, der Sand im Stundenglas, es geht vorbei. Mit jedem Wort, das du mir sagst, ist die Welt nicht mehr, wie sie war. Die Zeit lässt alles offen, du kannst gehen, sie ist nur für dich da. Wenn du nicht aufpasst, ist sie fort und du warst nicht dabei. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Es geht vorbei, wenn es dir schlecht geht und wenn du traurig bist. Die Zeit verrinnt und deine Wunden heilen schnell. Du kannst dich wehren, du kannst schreien, die Zeit ist grausam, aber frei. Du, der Sand im Stundenglas, es geht vorbei. Wir werden älter und vergessen und lernen doch dazu. Der Zeiger unserer Uhr läuft unerbittlich. Sag, was willst du? All dein Reichtum bringt dir noch nicht einen Tag zurück. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Es geht vorbei, wenn es dir schlecht geht und wenn du traurig bist. Die Zeit verrinnt und deine Wunden heilen schnell. Du kannst dich wehren, du kannst schreien. Die Zeit ist grausam, aber frei. Nur der Sand im Stundenglas. Es geht vorbei, es geht vorbei, wann geht's vorbei, ist jetzt vorbei, jetzt ist vorbei. So, das war's. Schön. Ja, Leute. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen. Uns zuzugucken, wie wir hey, uns auch Spaß haben. Und ihr habt auch ein bisschen auch Spaß. Und ansonsten würde ich sagen, hallo auch Munda und bleibe fit. Genau. Tschüss. So ist es. Tschüss. Ja, auf bald. We love you. Jetzt ist vorbei.